Die Ladung der drei Schiffe wurde gesichtet und ordnungsgemäß verladen. Mittlerweile hat sich das Unterdeck dank dem Unholz leicht verändert und die Befehle von Aphrodaios wurden umgesetzt. Mit vollem Maul verdaut die Arche immer noch. Die Säure tropft und erfüllt das stinkende Schiff mit Schwefelwolken. 14. Zar, 32 Hal am Rande der Piratenküste und damit beginnen wir. Ja, Ragnar Ich. würde da das Rüberladen und so weiter überwachen. Und immer wieder vorsichtig, vorsichtig. Das sind teure Materialien, nichts kaputt machen. Nicht die Seide reißen, Achtung. Und die würde ich dann alle da in den früheren Schatzraum oder wo auch immer das Geld jetzt gelagert. Ach nee, das ganze Geld ist ja leer, bis auf 1000 Dukaten. Ja, dann würde da jetzt ja wieder Platz für neue Sachen sein. Und das, die toten Tiere würde ich, ja, in die Vorratskammer laden lassen und dann den Hilfsmutis anweisen, dass man die schon mal fachgerecht verarbeiten soll, dass die Pökelfleisch und so weiter daraus machen sollen. Bis auf die Ration, die man auch als Frischfleisch verarbeiten kann. Also halt dieses ganze verwaltungstechnische Zeug, was man macht, wenn man gerade vier Schiffe, nee, drei Schiffe zerstört hat. Und wollen wir die jetzt eigentlich auffressen? Haben wir abgebrannt. Die sind hoffnungslos gesunken. Ah, okay. Richtig, also Jarlan hat auch den Befehl gegeben zum Anzünden, die Trümmerteile, die noch übrig geblieben sind, und dementsprechend, ihr seid jetzt gerade in so einer Entfernung von ungefähr 50 Metern. Die Arche tippelt ein bisschen unruhig auf der Stelle hin und her, und währenddessen läufst du mit dem großen schwarzen Buch in der Hand rum und ja, lässt die Ladung verstauen. Dann würde ich noch mal mein Adlerauge über die Landschaft von Tod und Verderben schweifen, um ganz sicher zu gehen, dass es da auch keine Überlebenden gibt. Solange wir die Überraschung der Arche auf unserer Seite haben, desto besser. Ja, alles, was du mit deinem Adlersinn erkennen kannst, ist, dass es nach viel, viel Schwarzpulver in der Luft riecht. Und nach blutiger See, beziehungsweise so ein leicht ölig, denn ja, ihr seid an den Ausläufern, und dadurch, dass jetzt auch dieser Sabber von der Arche, naja, der wurde auch beim letzten Schiff wurde schon entladen, aber du kannst dann eben, wenn du von oben runter guckst, so ein bisschen Schleim erkennen, der dann aus diesem Maul herausläuft. Keine Okay. Überlebenden. Es gab noch ein bisschen Stöhnen oder so, aber während dann die Schiffe angezündet worden sind, damit man ihnen den heiligen Flammen von Praios übergeben kann, die sind dann verbrannt, gestorben. Wie verhält sich denn dieser Sabber der Arche mit dem Unwasser hier? Ja, läuft dann eben sehr ölig hinein, und Aber färbt keine es. chemische Reaktion irgendwie, dass da Kein ätzende Schaum Pulvergeräusche. oder sowas, der da entsteht. Das ist einfach dann nur sehr deutlich, dass das Unwasser hier dann das restliche wenige Wasser dann verunreinigt. Aber dadurch, dass ihr eben an den Ausläufern der blutigen See jetzt irgendwo seid, so hier kannst du ungefähr die Grenze ziehen, wo es dann langsam losgeht und schaumiger wird. Gerade jetzt auch, wenn du auf die Küste guckst, da kannst du es dann noch deutlicher erkennen. Aber ansonsten ist das ein sehr kontinuierlicher Übergang. Aktuell ist es mehr gelblich, gelbliches Wasser. Alles klar, ja. Ja, ich würde aber erstmal die Ragnar. Verwaltungs. Ja, Ephadaios. Wie läuft das Verladen der erbeuteten Güter? Also, bis da drauf, dass einige dieser Leute echt unfähig sind, was da darum kümmert, sich Seide zu verladen. Das ruft man auch zu den Leuten rüber. Verläuft alles ganz gut. Die Bei Kiste mir war doch ist. schon kaputt. Die Kiste war verdammt nochmal nicht kaputt. Ich habe gesehen, wie ihr sie da hinten hingeworfen habt. Ein bisschen mehr Vorsicht, das sind wichtige Güter. Das ist auch so Teil eurer Bezahlung. Guter Hinweis. Vielleicht spuren sie dann etwas mehr. Hoffentlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Arche noch braucht, um das Schiff zu verschlingen. Ich werde einmal in den Bauch gehen und überwachen, wie die Arche wächst. Wenn du das tust, sei vorsichtig. Diese Säure ist nicht sehr gut für Menschen, habe ich festgestellt, als ich die Piraten vorhin verhört habe. Sie scheint sehr ätzend auf Haut zu sein, auf der Haut zu sein. Ah. Und ich habe erfahren, dass es hier irgendwo im Untergrund einen 4 Meter großen Archenkäfer gibt. Die Archenbrutmutter. Die scheint Oh. wohl zusammen mit den Archenkäfern dafür zu sorgen, dass das Schiff weiter wachsen kann. Ich werde auf der Hut sein. Ansonsten habe ich ja noch dieses Schwert bei mir.
Gefällt mir nicht, dass wir jetzt Leute oben beim Steuerbaum haben. Nun, aber falls wir irgendwann diese Arche aufgeben müssen, dann wäre ich doch sehr erfreut, dass wir wissen, dass wir diese Dame dort oben retten können. Vielleicht auch diese beiden Damen. Ja. Rette, wen du retten kannst, aber bei den beiden oder der einen, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht sollten wir uns auf die ganzen anderen Menschen konzentrieren, die wir noch beschützen können. Steht mehr auf dem Spiel als nur das Leben eines einzelnen Menschen. Natürlich, aber wenn die Magier zu Erkenntnissen kommen, dann wäre dies ja auch kein schlechter Schritt. Die stören euch ja, dich ja auch nicht weiter in dem, was du tust, oder? Ach, doch, sie wuseln die ganze Zeit rum und faseln von Sachen. Ich habe das Gefühl, sie hätten ihre Akademie noch nie verlassen und hier auf einem Schiff. Ich glaube, der eine war schon mal auf dem Schiff, aber die anderen, die haben keine Ahnung von der Hohen See. Nun, wenn sie dich so sehr stören, dann sage ich Ihnen, dass Sie alle wichtigen Abschriften von Terranian und Celeste mitnehmen sollen und nur noch hochkommen sollen, wenn Sie sehr wichtige Fragen an die beiden haben. Dann werde ich Ihnen ein anderes Quartier zuweisen. Ja, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen fertig werden. Naja, und bald müssen wir auch wieder Fahrt aufnehmen. Ich schau mal, wie die Arche wächst. Bis nachher, Ragnar. Bis nachher. Man geht einfach da aus, unter Deck, und wird ziemlich zielstrebig dorthin gehen, wo das Gefängnis eingerichtet hat. Am Gefängnis oder am provisorischen Gefängnis triffst du dann vermutlich auch auf Jarlan. Ja. Einladen. Ja, dann. Ihr hier unten. Werdet ihr nicht oben gebraucht? Ich sprach gerade mit Frau Inquisitorin, was die Gefangenen angeht. Es scheint gar so, als könnte man nur von der Maulgrotte aus zu den Zellen kommen. Könnt ihr da vielleicht was dran machen? Wir haben sie hier. Ja, habe ich vor. Aber ich würde es bevorzugen, wenn die Gefangenen nicht in regulären Kontakt mit der Crew kommen. Vielleicht können wir noch einige ihrer Seelen retten. Ich würde mich derer annehmen und schauen, wer noch nun den Pfad zurückfinden kann. Ihre Oh, keine Exzellenz Sorge, von. darum kümmere ich mich. Ja, da ist sie. Keine Sorge, ihre Seelen werden gerettet. Und wie glaubt ihr, kann das geschehen? Sind sie nicht schon verloren, dadurch, dass sie hier auf der blutigen See gegen das Mittelreich gezogen sind, vermutlich alle Mörder sind von vielen Leuten, Waisen zurückgelassen haben und dergleichen. Ich werde mich darum bemühen, dass Sie bei mir Buße tun können und im nächsten göttergefälligen Hafen, was es auch immer es ist, ob es Perikum wird oder Kunchum, meinetwegen auch Al-Anfa, in einem Tempel werden Sie dort übergeben und dann, nachdem Ihre Seelen geläutert worden sind, Praias übergeben. Und wie sieht eine Läuterung der Seele im Hause des Herrn des Lichtes aus? Wir werden sie verbrennen. Verbrennen, Feuer. Ich glaube, auf hoher See gibt es besondere Befugnisse, wo ein Kapitän auch als Rechtssprecher fungieren kann. Wie gut, dass ihr nicht der Kapitän seid. Bin mir sicher, der Weg, den Ihre Exzellenz vorschlägt, ist der beste, um Ihre Seelen noch vor dem Hinabsteigen in die Niederhöllen retten zu können. Was wäre der Kapitän auch für ein Mensch, wenn er nicht auf den Rat eines Menschen hört, der sich darin auskennt? Jeder Mensch braucht Berater, wenn er sich nicht mit allen Dingen und Belangen auskennt. Und dann fragt man doch diejenigen, die sich auskennen. Mich. Nun, Jedenfalls. dann verzeiht euch. Jalan. Was ich gerade sagte, wir haben die Gefangenen gerade hier. Er deutet mit dem Daumen über die Schulter einen, den. Wie nannte der Archenforscher sie hier bei Natorenräumen untergebracht, aber es kann keine Lösung sein. Es kostet uns zu viele Männer zur Überwachung. Gut, Sie müssen sich hinter, einfach daraus fühlt einmal an den Wänden entlang. Sie müssen sich hinter dieser Wand befinden. Ich werde hier etwas anfertigen, wie es einem Gefängnis gebührt. Sehr wohl. Und einfach daraus.
greift an den Schaft des Schwertes und schließt seine Augen, versinkt in Konzentration und denkt an sehr dicke und stabile Gitterstäbe aus Unholz. Wenn du nur daran denkst, passiert gar Dann. nichts. Dann werde ich versuchen, mit meiner Hand quasi in das Holz den Furchen reinzugraben. Ich weiß nicht, ob das Holz auf meine Berührung nachgibt. Ja, wie Pudding. Wenn du mit deiner Hand reingreifst, hast das Schwert in deiner Hand, kannst du da wie eine Schaufel Durchfuhr werken. Kannst da so auch händisch formen, wenn du willst. Gut, dann werde ich da ein sehr kleines Gitter. Fenster erschaffen. So, einfach das blickt rein. Da ist die Bande. Wäre eine Schande, wenn sie sich unten eine Sieche zuziehen und diese auf die Crew übergreift. Aber für den Moment muss es das tun. Ja, natürlich. Ja. Vialan scheint ein wenig konsterniert zu sein, wie der Geweihte mit seinen Händen hier im Umhals herumwühlt. Ich werde woanders gebraucht. Ihr regelt das schon. Dann sehe ich zu, dass ich da wegkomme. So. Und wie gedenkt ihr, die Leute hier unten zu ernähren, Euer Gnaden? Ernähren. Sie bekommen Brot und Wasser. Nicht mehr steht ihnen Brot zu. und Wasser von den Rationen der Crew. Selbstverständlich. Seid ihr der Meinung, dass es ihnen nicht gegönnt ist? Die Regeln der Seefahrt sind dort eindeutig. Wir werden hier niemanden verhungern lassen, das stimmt wohl. Aber keiner unserer Männer, unserer kämpfenden Männer, wird Hunger leiden müssen, während hier unten die Leute durchgefüttert werden. Nun, wenn ich den Schatzmeister richtig verstanden habe, dann gibt es für die Mannschaft da aktuell Fleisch und Fisch in rohen Mengen. Gut, hoffen wir, dass es so bleibt. Derweil betritt Romilly etwas ja, verunsichert das Schiff auf der hinteren Seite, kannst gerade dich noch abtarnen, weil wenn du siehst, wie hier gerade vier Söldner aus einem der Räume in Richtung der leichten Rotze gehen und sie dann bemannen, einmal begutachten, über das Holz streichen und einer spielt noch mit so einer Rotzenkugel in der Hand herum, unterhalten sich und ja, sind gerade so ein bisschen in ihre Gespräche vertieft. Du müsstest aber trotzdem einmal eine Sich-Verstecken-Probe ablegen, wenn du nicht entdeckt werden möchtest. Alternativ kannst du natürlich auf sie zugehen. Die Herren brauchen nicht alles wissen. Perfekt. Und es Abgeduckt. scheint so, als fällt Romilly nicht überhaupt auf. Ja, dann kannst du abgeduckt durch eine der kleinen Türen huschen an ihn vorbei und stehst dann in einem neu geformten Zimmer, was aktuell nicht besetzt ist. Ja, das gab's wohl nicht. Das ist die Rückseite von diesem Turm, der nach oben führt. Den Raum schaue ich mir doch mal an, ob der meinen aktuellen Ansprüchen genügen könnte. An sich, ja. Zugang nach hinten. Hier gibt es wohl auch noch so einen kleinen Verschlag, einen zusätzlichen. Da könnte man. Du hattest ja immer diese Fantasie von einem eigenen Blumenbeet. Das könnte man hier anlegen. Auch deine Vögel könnte man hier halten. Müsste man den Kapitän eben noch davon überzeugen, dass dieser Raum dann dir gehört. Aktuell ist er noch sehr leer, sieht noch neu aus. Du kannst sehen, wie frische Archenkäfer gerade hinzukrabbeln und noch einige Unhölzchen an die richtige Stelle stecken. Romilly beobachtet einen Moment diese Tiere bei ihrer Arbeit. Ja, durchaus faszinierend. Aber, ja, sie tritt dann nach draußen auf die Söldner zu. Ach, ihr Herren, sagt, wo finde ich den Kapitän? Wo kommst du her, Weib? Einer von ihnen zieht einen Säbel. Dich kennen wir nicht.
Nun, ich gehöre zur Mannschaft vom Ritter Jarlan. So, und steck deine Klinge weg. Steck sie wieder zurück. Und besser. Begutachtet so ein bisschen, guckt an dir vorbei, sieht da wohl noch die anderen beiden Frauen, die in deinem Rücken stehen und sich bisher noch nicht geäußert haben. Also, wo finden wir den Kapitän? Was weiß der nicht? Schau dich halt um. Ist nicht unsere Aufgabe. Romilly seufzt theatralisch, wie er meint. Wir werden uns sicherlich noch wiedersehen. Ja, ganz bestimmt. Ja, und dann schaut Romilly einmal weiter über das Schiff. Erst einmal am Oberdeck, wo sich denn der Kapitän oder einer der anderen bekannten Gesichter finden lässt. Ja, du wirst hier eine ganze Menge Leute finden, die sich auf dem Hauptdeck versammelt haben, auf dem Zentraldeck. Hier ist quasi die Hölle los. Viele Leute, die an den Geschützen stehen, einige leichte und schwere Infanteristen und oben auf dem profan aufgebauten Aufbau aus Holz noch viele, viele Schützen, die dort stehen mit Bogen, Armbrüsten. Ja, aber vom Kapitän selber so keine Spur. Müsste man also nach unten gehen. Widerwillig macht Romilly das dann auch wenn hier oben die Luft deutlich angenehmer ist. Nun, vielleicht der Weg Richtung Kombüse. Vielleicht findet man ja da Ragnar. Also Ragnar wäre eigentlich immer noch oben, bis die verwalterischen Sachen da geklärt sind. Also an Deck. Und dann müsste Romilly dich ja dort finden. Ah, Ragnar! Romilly, ja, was gibt's? Ragnar streicht gerade irgendwas in seinem Buch durch. Wie bitte? Wo ist denn Jarlan? Jarlan, ich habe gesehen, wie er runtergegangen ist. Danke dir. Kein Problem. Oh. Würfel mal eine Zugangsprobe, Ragnar. Schwert um 5. Das Schwert um 5? Ja. Ja. Wo kommt die denn her? Du hattest sie nicht gesehen. Also, ja, in Festum das letzte Mal. 3 Tage lang auf dem Weg zurück zur Arche. War sie da gar nicht dabei? Nee. Komisch. Romilly? In ihrer Begleitung? 2 sehr stille Frauen, die bisher noch gar nichts gesagt haben. Stehen einfach hinter ihr, als ob sie zum Inventar gehören. Die hast du nicht angeworben. Ich hätte 2 Fragen. Die erste, wer sind deine beiden netten Bekanntschaften dort drüben? 2 gute Freundinnen, die uns begleiten werden und uns sicherlich zur Seite stehen können. Auf vielfältige Weise. Wollen sie eine Art von Bezahlung? Sie wollen etwas anderes und dazu werde ich ihnen verhelfen. Aber also sei unbesorgt. Und solange ich sie nicht bezahlen muss, sagt man dick einmal. Und dann die andere Frage: Bist du an Bord gekommen? Was ist das für eine Frage, Ragnar? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe dich nicht gesehen, als wir Festum verlassen haben. Schau dir doch das Treiben hier an. Du hast mich sicherlich nur übersehen. Man schaut sie dann mal an. Bestimmt, ja. Aber sagt einmal, was hatten wir nochmal gesehen, als wir dann die Dämonenarche erreicht hatten? Was soll das jetzt werden, Ragnar? Nix. Darüber können wir uns später unterhalten. Ich habe ein paar Fragen an den Kapitän. Bis später. Und damit dreht Romilly sich um und geht erst einmal. Ja, dann würde Ragnar jetzt auch erstmal seine verwalterischen Sachen ruhen lassen. Und ein wenig beunruhigt auch woanders hingehen und Lupdil suchen. Lupdil? Ah, Lupdil, da bist du. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Behältst du bitte diese Frau dort hinten im Auge?
Das kann Lupdil machen. Danke. Wenn sie irgendwas Seltsames macht, sag mir bitte Bescheid. Legt seinen Kopf so ein bisschen schief und humpelt dann los. Das jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Lupdil seltsam ist. Ja, richtig, genau. Ja, Ragnar hofft einfach, dass er weiß, was seltsam ist. Ja, und würde dann jetzt erstmal immer noch ein wenig suspekt da kurz Romilly hinterher schauen, dann den Kopf schütteln und dann ja, weiter die Arbeit machen. Ja, höchstwahrscheinlich wird Romilly dann auch Jarlan finden, meinetwegen auch in Begleitung von Aphadaios, aber das wird nicht so das Problem sein. Ich hatte mich ja von Aphadaios entfernt, entsprechend findet sich Jarlan dann im Kartenraum. Ah, genau der junge Mann, den ich gesucht habe. Romilly, wo kommt ihr denn her? Aus das Festum natürlich, aber ich war mir nicht im Klaren, dass ihr angekommen seid. Vor wenigen Augenblicken. Nun, ich habe gesehen, dass hinten am Mast ein interessanter Raum gewachsen ist. Ist er schon belegt worden? Da müsstet ihr Ragnar fragen, der hat die Quartiere eingeteilt. Bestimmt ist irgendetwas frei. Ich nehme an, eure Besorgung lief zu eurer Zufriedenheit. Frage reiche ich gerade mal an den Spielleiter weiter? Ja, schon. Ja, es war ein sehr interessanter Ausflug und ja, auch sehr nützlich. Sind die beiden Hexen noch da oder haben die sich mittlerweile verzogen? Aktuell stehen die immer im Schatten von Romilly. Wenn ich euch die beiden Damen vorstellen dürfte. Sekunde. Haldare und Elysia. Genau, danke. Sind auch als Token an deiner Seite. Die beiden werden dann einmal kurz angenickt, aber nicht weiter angesprochen. Sehr wohl. Könnten wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Aber sicher doch. Ein Problem, von dem ich wissen sollte? Nun, ihr könnt den beiden trauern, richtig? Selbstverständlich. Gut, aber haltet sie unter Kontrolle. Ich will keine Zauberinnen, von denen niemand weiß, die in der Mannschaft Unruhe stiften. Natürlich. Aber ich fürchte, ich werde auch Ragnar sagen müssen, dass ich über besondere Kräfte verfüge. Er schien schon Verdacht zu schöpfen, dass ich überraschend hier erschienen bin. Nun, ich wollte gerade mit dem Rest derer, die wichtig sind, die nächsten Pläne besprechen. Wollt ihr hier bleiben oder erst mit Ragnar reden? Würde ich hier bleiben, dann sollen doch direkt Offiziere wissen. Sache ist, ich denke, das wäre ohnehin besser, wenn zumindest die Kernmannschaft weiß, über welche Möglichkeiten wir verfügen. Vermutlich. Die Wahrheit ist immer ihrer selbst wert. Nun gut. Geh dann kurz an die Tür, streck den Kopf heraus und ruf den erstbesten Weibel herbei. Da soll mir doch die Offiziere in den Kartenraum zitieren. Ja. Kommt drauf an, wen du mit dabei haben willst, aber der Befehl wird ausgeführt. Ich brauche die Spielercharaktere, also ich weiß nicht, ob er von Daias unten noch beschäftigt ist. Ich brauche Fiona, ich brauche Bronn den Jäger und ich brauche den Oberst. Und ich brauche Ogdan. Oh yeah, Ogdan. Aphadaios wird sich im unteren Bereich des Schiffes durch die Gegend bewegen. Muss man halt gucken, ob der Weibel ihn findet. Ich würde mit Hilfe des Schwerts und ich habe jetzt auch die Ortskenntnis Arche dort auf die Suche nach besonderen Räumen gehen. Ich würde dabei vor allem überlegen, wo dieser riesige Käfer sein könnte, dass ich dem nicht begegne und wo ich Nieren vermute. Einmal nachschauen. Aktuell sind die Nieren verschlossen. Du hattest ja auch das Unterdeck so angepasst, dass man jetzt hier die Menschen unterbringen kann. Es gibt jetzt ein Fenster, keinen direkten Zugang mehr zur Galerie, ein Fenster zur Maulgrotte.
Und eine Treppe, die dann von der Kombüse in diesen Raum hineinführt. Und noch ein paar Decks für die Offiziere, die dann hier neben ihren Mannschaften schlafen. Und direkt dahinter dann durch eine Abgrenzung auch der Schrein der Charybdis oder der Götze, der bisher noch nicht entfernt worden ist. Zurzeit kommst du nicht in den Raum, da müsste man sich jetzt eben einen weiteren Durchgang schaffen. Entweder dann zum Schatzraum, um da dann hindurchzugehen, aber generell, wenn du da jetzt hingehen möchtest und das Ganze wieder hinter dir verschließen willst oder so, dann würde das wohl funktionieren. Wo der Käfer an sich ist, weißt du wohl nicht. Könntest dich jetzt mit Xylesto unterhalten, zu dem, was Ragnar dir da erzählt hat, aber weißt aktuell nicht, wo der ist. Ist denn hier dieser hintere Bereich dieses Decks derzeit überhaupt irgendwie zugänglich? Für normale Menschen nicht, nein. Okay. Also du kommst eben über diese Treppe hier hin und dann alles das, was in dieser Farbe gehalten ist, ist dann eben über diese Treppe zu erreichen. Die Maulgrotte kannst du gar nicht mehr betreten, sondern noch reinsehen. Und das, was hier eben ist, das ist der innere Bereich, der ist jetzt aktuell abgeschlossen. Du kannst eben über diese Treppen, kannst du nur noch bis zu diesem Schrein hingehen und dann zu diesen Kisten, die da jetzt von Ragnar aufgestapelt werden. Dann wird er daraus, bevor, also dann wird er das auf einen anderen Moment vertagen, aber in einem ruhigen Moment hier im Unterdeck einmal das Gespräch mit Xuleste suchen. Greift wieder an den Schaft des Schwertes. Feuerfrau, hört ihr mich? Was willst du? Es soll ja einen riesigen Käfer an Bord geben. Weißt du, wo er ist? Na, selbstverständlich. Wir wissen alles auf diesem Schiff. Gut, wo ist er? Nördlich vom Antropeum. In dem Raum oder bei dem Raum, wo du die Wasserleichen gelagert hast, die immer noch vor sich hin und her modern. Eine gute Idee, auch wenn ich nicht weiß, wofür du sie brauchst. Gut, das soll es gewesen sein. Wo befindet sich Jalan? Jalan ist auf dem Weg zur Brücke, direkt unter mir. Ich glaube, er kann mich auch hören, wenn ich hier so mit dir spreche. Genauso wie die Magierin mich gerade hören und ansehen. Ja, Wird aus, läuft ein kalter Schauer den Rücken runter das und du war wohl brichst sehr sofort das Gespräch unüberlegt von ab. dir. Und wird jetzt den Weg nach oben suchen.